Ja, hallo und herzlich willkommen bei Gaming HD, heute mit einer weiteren Folge Metal Gear Solid 5. So, ich habe ein bisschen weitergespielt, ich bin ein bisschen fortgeschrittener, ich habe hier meinen kleinen Doggy, mein treuer Weggefährte. Ich habe ein paar Level gespielt zwischendurch, da sind einige Überraschungen dabei, also das müsst ihr selber rausfinden. Und ja, ich komme ja mit meiner Let's Play-Reihe auch langsam zum Ende, weil es wird dann ein neues Spiel erscheinen. Und was das dann ist, lasst euch überraschen. So, die Schwierigkeit besteht hier, Gefangene rauszusuchen. Wie ihr seht, hier vorne steht ein gepanzertes Fahrzeug. Und dann sind da auch so jede Menge Feinde. Alternativ könnte ich mir jetzt natürlich eine Panzerfaust erstmal abwerfen lassen, weil das Teil hier vorne sieht wirklich gefährlich aus, wird auch stark bewacht. Was für ein Target. Ja. Das ist natürlich clever. Weil ich müsste mir dann wahrscheinlich doch mal Waffen abschmeißen lassen. Wie mache ich denn das? Ja. Ich bin natürlich, glaube ich, nicht so richtig ausgerüstet. Den könnte ich brauchen, aber ja, wie gehen wir da am besten ran? Ich kann da keinen Militärschlag machen, weil vermutlich jetzt hat er den weg oder was? So, jetzt fahren beide weg. Sollte ich das jetzt ein bisschen verpennt haben? Würde mal sagen, die hauen jetzt ab. Nicht so gut. Wo sind hier mein Fahrzeug? Das kam ein bisschen überraschend, dass die jetzt flüchten. So, mal rein ins Auto. Und hinterher. Macht mir dieses gepanzerte Ding, macht mir ein bisschen Kopf zu brechen. Besser rankommen. Zu nah, zu nah, zu nah. Ich brauche unbedingt meinen Raketenwerfer. Das heißt, wir müssen uns den doch abschmeißen lassen. So, warten wir mal, aussteigen schon mal. Muss ich mal leider gegen das Scharfschützengewehr tauschen. Mhm.
Jetzt haut natürlich unser gepanzertes Ding wieder ab. So, wo ist er denn? So, er will mich hier ein bisschen über die Karte jagen. So. Einfach mal drauf gehalten. Brauchen wir noch eine? Na, eigentlich brennt der schon. Oder werden wir mal angreifen? Ich will den Gefangenen haben. So, jetzt nichts wie hin, da. Mit dem noch schön eine verpasst hier. Jetzt muss ich mal gucken. Okay. Dann machen wir es halt mit einem Hubschrauber. So ist er gleich in der Nähe. So. Die Rettung ist mal gut gelungen, würde ich sagen. Dann warten wir mal auf unseren Hubschrauber. So, wir sollen das Zielgebiet verlassen. Okay, dann machen wir das doch mal. Schnappen uns da vorne das Auto. Thank you.
Wow, 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 wow. Nee, das ist mir zu heiß davon. Kommt man hier nirgendwo vorbei? Na geil, oder? So, wann habe ich denn dieses Gebiet verlassen? Schön viele Baggerluden da zu sehen. Das muss ich mal gucken, wir das Missionsziel jetzt eigentlich erreicht haben. Sieht ganz danach aus. Ja, man könnte da noch die anderen Gefangenen holen, aber das mache ich mal jetzt noch nicht. Sind wahrscheinlich fünf Gefangene. So, und die waren da unten. Naja. Okay. Könnte man mal gucken, ob man das umgeht. Ja, wie ich mich entscheide, ob ich die anderen fünf Gefangenen jetzt noch raushole. Das bringe ich entweder im nächsten Teil oder wir machen davon nochmal eine Folge mit einer anderen Mission. Das wird dann sozusagen. Aha, Mission ist abgeschlossen, okay. Ja, dann lassen wir das dabei. Dann zeige ich euch noch mal eine andere Mission. Und wie gesagt, das nächste Let's Play wird auch das letzte Let's Play werden über Metal Gear Solid 5. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann, wie gesagt, gibt es auch bald ein neues Spiel. Lasst euch überraschen, welches das ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt euch euer Matti. Ciao, ciao.